Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Die Let's Sonne Play geht unter. Fallout Es sagt, 4. dass du nicht In der letzten ausreichend. Folge haben wir irgendwas mit Robotern gemacht. Ich glaube, wir haben den zweiten Sensor geholt und mit Ada gesprochen, dass wir weitermachen können. So, kleine Planänderung für diesen und vielleicht den nächsten Part. Wir gehen jetzt mal, meine Güte, zu diesen komischen Bunker, den ich immer markiert habe, in Lauschposten Bravo. Ja. Machen wir das, weil ich habe mir notiert, also wird es ja wohl hoffentlich ein bisschen wichtig sein. Ich hatte irgendwie keine Zeit beim letzten Mal da durchzugehen, glaube ich, weil nicht, aber jetzt haben wir wieder Zeit. Außerdem bin ich kurz vorm Level up und ich will Intelligenz leveln, glaube ich, weil nicht, mal schauen. Ich habe in einigen meiner Siedlungen, ich habe übrigens Curry mal wieder mitgenommen, ne? Weil ich habe mir mal alle Charaktere notiert, von denen ich den Dingens schon ab, den von denen ich die Fähigkeit schon ab und von wem nicht. Habe ich natürlich jetzt nicht offen hier auf meinem PC, aber hui. Was soll's? Wahrscheinlich ist hier überhaupt nichts, ne? Hallo. Außerdem habe ich Osqueen meine Siedlungen, meine ich, mit Geschütztürmen ausgestattet, bisschen Essen hingepflanzt und so weiter und so fort. Aber ich glaube, Essen hat irgendwie was auch mit der Zufriedenheit zu tun. Je mehr Essen da ist oder so, weiß ich nicht. Es ist irgendwie noch sehr ungeklärt. Also online findet man da nicht irgendwie so richtig Tipps oder so, also keine Ahnung. Irgendwie weiß noch niemand, was es mit Zufriedenheit auf sich hat. Ich wollte schon sagen. Nee, ist gut. Doch wirklich Erdferkel? Das klingt lustig. Was? Okay. Gut. Nach unten. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich für Ada und Dogmeat irgendwie Beziehungen sammeln kann. Ada hat, glaube ich, auch noch nie Plus bekommen oder Minus. Also, ich mir gedacht, wenn ich jetzt so neben Dingen mache. Hallo. Nehme ich mal jemand anderen wieder mit. Ist irgendjemand? Was? Ach, Base, okay. Hier, warum kann man sich in solche Sachen nicht irgendwie eine Basis bauen? Wäre doch viel besser. War es das schon? Das war es schon hier. Nee, da geht's. Jetzt noch weiter. Okay. Glaube ich. Mal schon. Wir sind keine Welt. Doch, da ist ein Gegner irgendwo. Jaugoi, super. Du hast doch mal eine Waffe draußen, ja. Anstatt irgendwie eine Planke oder so. Captain Rodgley hat mir heute eine Fernwaffe. Das heißt, 4 Wochen in diesem Bunker sitzen. Wenn nicht, heißt Dosennahrung. Was haben so Bunker auf sich? Mit, bringen Bunker so mit sich. Ja, dass ich noch keine Antwort haben werden, ich warte. Das hier holen wir noch. Die sind in diesem Raum natürlich. Eigentlich damit gerechnet, da draußen irgendwelche sind, die auf den Yaogwai ballern, aber nein. Übrigens, im Bunker habe ich eine Menge Geld gemacht, weil
Und Kyle hat ja auch Läden. Und ich bin mal auf die Werkstatt gegangen, zu gucken, was die da für Vorräte und so haben. Und ja. Guck mal, ein Schleichangriff geht nicht. Und ja, da waren 5800 Kronkorken drin, was ein bisschen extrem war. Oh Gott. Was ist los? Passt du da nicht durch? Ich will dann, weiß nicht, den ersten Bären, gegen den man kämpft in Skyrim. Ich auch in so einer Höhle war. Warum tust du nicht deine... Hey, das ist ein Impro-Gewehr, ne? Ja, 45er Munition verbraucht hat. Dann habe ich, glaube ich, genug. Der Bär sich dadurch gekämpft oder haben die hat geöffnet. Als zweites ist dann was sehr dämlich. Ein technisches Dokument müssen wir auch noch abgeben, obwohl ich gerade keine Kronkorken brauche. So viele Kronkorken gibt die gar nicht aus. Ich sollte mir echt Munition kaufen. Traubenmentals, okay. Habe ich davon welche? Nee, ne. Oh, cool. Besser verkaufen, einkaufen. Was ist hier noch? Nichts mehr, oder? Kann ich irgendwo runter schwimmen oder so? Ernsthaft? Der Teil war hier meisterhaft verschlossen. Könnte man doch meinen, dass irgendwas hier ist. Ja, da war ein meisterhaft verschlossenes Terminal. Und hier ist nichts. Nee. Das ist eine Enttäuschung. Hat ja voll gelohnt. Sonst echt nichts. Supi. Ist ja voll gebracht dann. Ich glaube hier in der Ecke ist noch mehr irgendwie so, was wir noch nicht erkundet haben. Ich möchte jetzt nicht nur das DLC spielen, weil dann sind wir schon viel zu schnell damit durch. Habe ich auch nicht viel von DLC. Wenn ich jetzt dauerhaft Missionen dafür mache, war glaube ich schon zwei, drei Parts oder so wahrscheinlich durch oder irgendwie so. Ich weiß ja nicht, wie lange das ist. Da müssen wir wieder einen Monat warten, bis der nächste DLC kommt. Da ist ja nur ein Monat. Das ist eigentlich ganz schön kurz. Erdgeschoss. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Ihr wisst es. So, das heißt, wir können das Ding hier mal entfernen. Saugus Ironworks. War ich da schon? Waren da nicht die Dingens hier, die Pyromanten? Nichts mehr hier in der Nähe, doch, da ist noch was Unbekanntes, eine Kirche oder so. Ja, mal rein. Ah. Sieht aus, als ließe sich das gut verteidigen. Ja, da könnte man voll geile Basis bauen. Ja, richtig geil. Ja, speichern wir mal. Schon lange nicht gespeichert. Was ist los mit mir? Where?
Wow, was bist du denn? Gott, was ist das? Was ist das? Mein Name ist Vargas. Aber macht der Schaden. Warum steckt die andere und ihre Waffe weg? Was macht die da mit denen? Alter! Rick doch mal! Boah! Was? Was? Alter, ist das natürlich gruselig. Warum packt die andere und ihre Waffe weg? Also immer, die packen immer ihre Waffe weg. Was soll der Scheiß? Na, lass deine Waffe draußen, verdammt. Mädel. So. Sagt Viech. Da waren wir schon, ne? Eine klassische Skyrim-Ecke, ja, irgendwie. Ich Gefühl. Ja, Layout von dem Gebiet hier. Und zum Sattvieh. Bist du? Oh Gott, da kommt hier hoch. Au. Kriegst mich hier oben nicht. Vergessen. Vor allem, warum holst du jetzt wieder ein Lasergewehr raus? Ich habe gerade gesagt, du sollst die Impro-Pistole benutzen. Warum ist das Ding am Brennen? Mein Gott, das Viech, ne? Was ist das? 91 Erfahrungspunkte. Giftresistenz, ja super. Hey, das habe ich alles. Was ein Extra, oder? Die machen das doch extra. Die haben das echt. Richtig verbesselt mit den Charakteren. Wie kann man das nur schaffen? Oh, was haben wir denn da? Ist ja schon. Da wollte ich aber gar nicht hin. Wo ist? Ist die Kirche? Hier. Kirchen, die sind gut. Da ist Gott und Zeugs. Und da ist ein Gegner. Oh. Boah, schon wieder ein Gegner. Oh, schon wieder ein legendärer. Kirche. Ja.
Also keine Kirche. Ich nehme mich jetzt nicht nochmal mit dem legendären Viech an, hat mich mit einem Schlag gekaut. Hier, oder? Malden Middle School, noch eine Schule. Das heißt Raider, oder? Kann ich gar nicht rein. Okay, doch da. Irgendwie. Okay. Ah, da, okay. Wir werden beschossen. Ist er vielleicht gar nicht da? Wer wagt es? Wer dieses blöde On, nee. Albino-Mischling. Okay. Oh nee, ne? Ja, ich verarschen. Schau da rein. So, gib mir Albino-Haut. Oh Gott. Warum glitschen die alle in den Boden rein? Was soll das denn? Schon wieder ein neuer. Sat. Meine Güte. Oh. Oh nein, der haut mich jetzt kaputt, nachdem ich hier den seine Kollegen alle erledigt habe. Unterschied macht das eigentlich, ob die mutieren oder nicht? Meine Güte. Einen richtigen Stärkeunterschied merke ich jetzt nicht. Scream. Was? Gar nichts abgezogen, geil. Ich mache mich jetzt fertig. Das Viech, ey. Wenn ich auch Bock andauernd gegen solche starken Viecher zu kämpfen? Ich habe mein Schrotgewehr mitgenommen. Mann! Start. Oh. Rechter Arm, warte mal. Könnte sogar stärker sein. Energiewiderstand, was? Okay, das ist besser als das, ich jetzt habe. Mit Toten zu hantieren. Es ist, oh. Ist man noch mal drin?
So. Feuerzeug, weiß ich, mein Raucher oder was? Charisma. Nur zwei, ne? Ja. Okay. Bei der nächsten Folge wohl rein, ne? Wenn ich, bevor ich aber da reingehe, kurz nach Hause gehen und mein Metallrüstung ein bisschen aufballern. Dann sehe ich auch ein bisschen klamottenmäßig einheitlich aus, weil das komische Ding hier, das sind Klamotten, das ist das einzige, was noch kacke aussieht. Von meinem Charakter. Vor den Atombomben. Ich fürchte, ich muss einige löschen, um Platz für meine neuen Beobachtungen zu machen. Hui. Irgendwann, was ich sinnlos abschlachten kann, vor der Packzende ist. Boah. Anscheinend nicht. Ist auch noch irgendein irgendein Ort. Kann man auch schon mal erkunden. Am besten ohne mir irgendwelche Sachen, obwohl dann komme ich wieder durcheinander. Ich bin dann von dem Part jetzt hier bei 22, 23 Minuten, weil ich nicht weiter weiß. Was ist das denn? Robocop? Nein. Keine Ahnung. Oh Gott. Zählen die auch als Roboter? Ja, ne? Au. Ja, die sind halt nicht so viel aus. Wow, hi. Hat gleich gebrauchen. Für DLC. Nur zwei Stück. Das halte ich für eine Lüge. Aber doch, anscheinend nur zwei Stück. Ich glaube, hier war ich schon mal, ne? Ja, ich glaube, er war schon mal. Ach, da kommst du nicht hoch, ehrlich. Er sieht doch so aus, als könnte man das machen, ne? Ja, hier kann man nicht hoch anscheinend. Ja, bitte. Ich muss meine Gleiter ja auch irgendwie bei Laune halten. Was hilft da besser als ein schönes Brettspiel? Was hast du für eine Waffe wieder da? Machst du irgendwie extra, kann das sein? Oder macht deine Standardwaffe mehr als die, die ich dir gebe? Egal, ich beende dann den Part hier. Ich werde offscreen die Metallrüstung mal ein bisschen aufpolieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge dann in der Schule hier, die wir vorhin entdeckt haben. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.